Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Resident Evil Village. Ja, ich mache weiter und wir erkunden mal das Kellergewölbe. Ja, schon mal vorweg noch ein dickes Dankeschön für fleißig Reinschauen. Für den einen oder anderen vielleicht neuen Zuschauer. Ansonsten begrüße ich mal alle, die jetzt mal hier reinschauen. Wer es noch nicht kennt, ja. Die Menschen sind auch neu. Und mal gucken, ob die Spielweise mich auch neu. Also ich muss im Prinzip hier komplett Licht haben, so gut ist hier. Daran gewöhnen. Mit der Steuerung vor allem. Das eine andere ist eine Übungssache. Wie so vieles. Mal schauen. Hier muss der Maurer kommen, ja, reparieren. Und die ein bisschen aufräumen, das ist auch wichtig. Hier ist Gitter. Tür. Da sind wir am Anfang, ne? Ja, gut. Absicherung extrem, ne? So, was brauche ich? Chemikalien, Chemie. Ich habe ja hier Maus irgendwie eine Taste für. Oh. Vogelscheuche. Ich habe mal gelesen, man soll als Tipp sich immer zurückziehen und immer schön blocken. Sind wir genau? Weinberg. Ah, so. Und G. Und T. Ah, gut. Riesen. Weinberg. Ja, die Ärmsten, ne? So soll keiner sterben. Das Kreuzigen haben sie ja früher immer gemacht. Zur Antike, Römerzeiten. Oder oft. Ich habe auf dich gewartet, Ethan Winters. Sie kennen meinen Namen? Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig. Er hat geklungert dran, ne? Ja, sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Ja, jo. Hier? Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles, was man so braucht. Willkommen, Ethan. Heute habe ich etwas ganz Besonderes. Bleib vorsichtig. Soll ich etwas für dich auswählen? Ja, Bestätigung 11. Ich habe gerade aufgestockt. Ich kann das ja. Lehm, das ist die Waffe. Schlittenmunition, ne. Das. Bestätigen, wir können es verkaufen. Zurück. F. Ankauf. Ich habe 7, nicht 4. Das nicht. Ah, mit D. Okay. Ja. Und
Wie heißt es doch so schön? Klein Vieh macht auch Mist. Stimmt. Wahn. Wenn ich deine Waffen verbessern soll, sag einfach Bescheid. Das ist eine auf die Bekämpfung von Biowaffen spezialisierte Pistole. Puh. Gute Frage, ne? Viel Geld haben wir eh nicht. Aber für 200. Pistole. Die kostet nicht so viel. Das ist Pistolenmunition. Ja. Ich habe eh im Bedarf. Nur 4 Stück, 600. Puh. Magazin 9000, naja. Ja, eh. Mine. Heiltränke 1000. Da könnt ihr noch sicherlich was brauchen. Ich will mal ganz gerne so viel aus. Beziehungsweise. Da hattest du ein Auge drauf, was? Wenn wir brauchen. Eh. Weiter. Pistolenmunition. Ausverkauf. Messer. Feuerkraft. Zurück. Und. Beachte mich gar nicht. Das ist meine Waffe. Feuerkraft 6 Tonnen. Okay. Bis nächstes Mal. Mal gucken. Inventar. Vergleichen. Mal gucken. Na. Bevor ich weitermache. Untersuchen. Bewegen. Tab. Schließen. Ob die besser ist, mal schauen, ne? Kann sein, ne? Ich wollte mal schauen, wo wir gleichen die Werte, was wir mal hinkriegen. Versuchen. Feuerkraft 110, Feuerrate 04, Nachladungsfähigkeit 2,9, 2,6, Magazingröße 9. Ach so. Trommelpaket. Mal gucken. Feuerkraft 110, das wollte ich vergleichen. Zurück. Gut, die ist ein bisschen besser. Dann würde ich die verkaufen, weil. Mein Platz ist eh ein bisschen begrenzt. Ein Glück, dass du kommst. Mir war gerade langweilig. Sieh es als Investition, Ethan. Die Demi-Waffe. Bestätigen. Sowas nenne ich ein durchschlagendes Verkaufsargument. Ja.
Hoffe doch richtig. So. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Mal sehen, was du auf deiner Reise so alles findest. So, mal gucken. Willkommen. Vielleicht kann ich ein bisschen aufwerten. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Anscheinend geht nicht. Okay. Bleib vorsichtig. Mal draußen gucken, ob wir finden können, ob was brauchbar ist. Ein Schloss kann groß sein. Hier ist ein Schloss. Schöne Gardinen. Vor allem so sauber. Oh. Das habe ich gar nicht gehört, was runtergefallen ist. Oder könnte Rose hier sein? Oh, sehr Schießpulver. Das wird mir eine gute Frau verzeihen, hoffe ich mal, ne? Oh, untersuchen. Oh, Renderick, Lieferung, ein Mann, drei Frauen. Am 5. Januar, am 28. Januar, Mann. Miranda, Treffen mit Lady Tiramisu. 1. Februar, der Duke, Geschäftsgespräch. Ja, das wundert mich sowieso, wieso er so drei Töchter. Bella, Cassandra und Daniela. Daniela. Ja. Oh. Das brauchen wir garantiert. Wir fahren aber nicht hoch. Keine Chemikalien. Keine Heilgetränke. Naja, gut. Gehen wir weiter. Oh. Leer. Tür zu. Das dämlich, ne? Verschlossen. Gut. Nichts drin. Ne? Jo. Bilder. Möchte gern speichern. Schwarz. Finde die vier Engel. Suchst du nach Rose? Ich kann nichts machen. Oh.
Hier ist meine Rute. Ich kann nicht machen. Ich hab vorher gespeichert. Mutter, ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Ah, gut. Dann zeigt mal her. Ach, sieh an, Ethan Winters. Bist den kindischen Spielen meines Bruders entkommen, hm? Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Ja, Mutter. Ja, Mutter. Schon etwas abgestanden. Dann lass ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Erst informiere ich Mutter Miranda. Aber später... Später bekommt jede ihren Anteil. Zieht ihn hoch. Ein Glück nicht. Hey. Nicht synchron. Hey, stopp. Was ist da vorne auf? Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Hey. Lass mich... Runter! Flieh! Tja. Was ist das für ein Hebel da? Das so geht? Die sind doch völlig krank. Das sehe ich auch so. Ja. Beinglas. Ein Glas normalerweise hält sich nicht so lange. Wobei, nee. Ich glaube, die gut ist. Bronze oder Holz? Also hier lässt sich nichts machen. Pferd. Da ist auch nichts. War hier irgendwas? Ja, leicht knackt ganz gut, aber wir haben nichts da. Kein Niedrig. Da ist nichts zu sehen. Oh. Das ist typisch. Ja, der eine Kamin ist an, voller Fracht und hier ist nichts drin. Oder kriegt automatisch. Oh, Ratten. Die Ratten. So. Oh.
brauchst du Reste. Gar nicht gesehen. Da haben wir Glück gehabt. Wenn wir brauchen. So, hier nix. Frau. Achso, Dietrich haben wir ja nicht. Okay. Auf 4. Oh, nehmen, das ist gut, das kann man verkaufen. Regt mit rostigem Auge. Oder auch verwenden irgendwo dafür. Kann auch sein. Oh, bin zu schlank. Chemikalie. Der hat mich gedacht. Da wird nix. Da glitzert was. Kristallfragment. Das lässt sich gut verkaufen. Wo haben Sie Rose hingebracht? Oh, die ist das hier. Die muss ich suchen. Zwei Löcher. 4, 1, 2. Der mal. Gib mal hier rein. So sieht man sich wieder. Duke, was machen speichern. Sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Und, hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos umsehen. Brauchst du irgendwas? Brauchst Geld. So, mal gespeichert, ne? Hier haben wir auch nichts zu sehen. Da sind auch nichts. F. Ja. Lostenberg heißt ein Handwerker des späten 19. Jahrhunderts, wurde in seinem Heimatland als Ketzer gebrandmarkt. Er wandert umher, bis er in einem abgelegenen Dorf sich in einen Bis er sich in ein abgelegenes Dorf hinterließ. Dort schuf er 4 Kugellabyrinthe. Das Schloss, das Haus auf dem Hügel, das Wasserrad und den eisernen Turm. Kurz nach ihrer Feststellung hielt er sich eine Waffe an den Schläfen und nahm dieses Leben. Ja, so ist das. So, hier war nichts zu holen. Gespeichert habe ich ja. Muss ich noch ein bisschen orientieren. Von da bin ich gekommen. Geben wir eine Karte. Der Raum ist sauber. Schlafgemach. Den Flur. Da kommt man nie rein. Den Flur. Mal was sein. So. Schießpulver. Sauber? Sauber. Dietrich habe ich nicht.
Also weiter. Gut. Von da sind wir gekommen. Und dann sind die drei Schwestern aufgetaucht. Die muss ich besiegen und ja. Und die Lady. Ja, die brauche ich. Die Haupthalle. Mal alles mal angucken. Und irgendwo ist immer was. Das ist zu heiß, da kommen wir nicht rein. Sehe schon die Vase. Die Vasen sind immer zerstörbar. Geld brauche ich. Gut, die Haupthalle ist auch sauber. Wir kamen unten. Dann gehen wir erstmal rechts. Glaub. Ja. Ist ganz gut, dass wir da schon drin waren. Da brauchen wir nicht hin. Ne? Dann da ist sauber. Kaufmannszimmer. Anderen Seite verschlossen. Das ist ja gemein. Gut, dann sind wir nach oben, ne? Ja. Ja, das putzt mal alles. So Teppich, oh, Flächen ohne Ende. Garantiert Staunen. Eine Uhr. Es ist 10:55. Das ist ein Kronleuchter. Boah. Hoffe, dass ich hier nicht irgendwann. Das ist gut. Pistolenmunition. Was ist hier Schönes? F. Das könnte was sein mit einem roten Stein. F untersuchen. Drehen. Na. Will mal alles mit der Maus machen. Zurück. Was? Rotes Auge? Der Ring ist weg. Was für ein Zufall, ne? Aber immerhin, ne? Da bin ich schon wieder dabei. Ich habe lange keinen Mann mehr aufgeschlitzt. Ich fessel dich, schlitz dich auf und seh einfach zu. Willst du tot oder lebendig verspeist werden? Für den Saal.
Wie fühlt sich's an? Ich kann mich kaum noch beherrschen. Oh, shit. Also den Keller. Ah, Benzinkanister oder was? Oh. 9. Juni 1958. Heute war mein erster Arbeitstag im Schloss. Ich war schockiert zu erfahren, dass die Bediensteten allesamt Frauen sind. Die Herren und ihre Tochter und ihre Töchter waren überaus erpicht darauf zu betonen, dass sie nicht beißen würden. Das war schon etwas merkwürdig. Ich arbeite jetzt seit 2 Wochen im Schloss und ich fürchte mich ein bisschen. Andela, eine der Dienstmägde, die hat irgendwas falsch gemacht. Und die Komtesse Daniela hat ihr mit einem Messer das Gesicht aufgeschlitzt. Jetzt kann ich nachts sie weinen hören. Es ist, als würden Geister durch das Gänge spucken. Ich will nach Hause. Ich weiß nicht mehr weiter. Die Komtessen haben sich beim Abendbrot beschwert, dass es zu heiß sei. Also habe ich das Fenster geöffnet. Wirklich nur ein Spalt. Und sofort haben sie mich angeschrien, alle drei, ich solle das Fenster zumachen. Jetzt habe ich Angst, dass sie mich in den Keller bringen und mich für immer wegsperren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich nur tun? Tja. Tja. Wo ist die Gerüste? Aber gut. Und da bin ich runtergefallen. Ja, in den Weg kommen. Hier nach oben, ne? Das haben wir gelesen. So. Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Rostige Reste. Ja, morgen geht's hier weiter. Natürlich, ja, hoffen wir mal, dass es spannend bleibt. Ne? Tschüss, ciao. Und vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Tschüss.